Es ist Montag, der 29. September. Ich begrüße euch zu diesem neuen Wochenanfang. Wir lesen heute im Losungswort Psalm 57,4. Gott sende seine Güte und Treue. Güte und Treue tönt so nach guten Zeiten. Nach langfristigem Wohlstand, wo Gott eben treu ist und uns versorgt und immer alles vorhanden ist, was man braucht. Vergessen wir aber nicht, dass der Psalm durchaus auch für Extremsituationen gedacht ist, für Notzeiten, wo man eine Situation in den Sinn kommt. Ich war in Arizona in der Wüste zum Gebet, zum Fasten. Die Nacht war es bitter kalt in diesen Tagen. Tagsüber, wenn die Sonne im Zenit ist gestanden, war es unerträglich heiß. Schatten hat man kaum an einem Ort gefunden. Ich war mit Gott und mir selber alleine. Ich habe dort einiges durchgekämpft für mein künftiges Leben. Es war sicher eine gute Zeit. Und als ich den Standort verlassen, habe ich gemerkt, dass ich komplett ausgeraubt wurde. Mein ganzes Reisegepäck war verschwunden. Ich hatte sehr gut versteckt dort in der Wüste. Und trotzdem hat es irgendeinen Fuchs gefunden und hat es mitgenommen. Ich hatte ihn nicht mehr. Und ich habe gemerkt, Gott muss seine Güte senden und seine Treue jetzt genau in diesem Moment. Und das ist auch geschehen. Die Leute haben mir zu essen gegeben, haben mir Geld gegeben. Und ich konnte meine Reise quer durch Amerika fortsetzen. Wir lesen jetzt im Neuen Testament Markus 1,13. Auch von dieser Extremsituation. Jesus war in der Wüste. Es heisst, Jesus war in der Wüste 40 Tage und wurde versucht von dem Satan und war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Das ist ein sehr besonderer Vers. Weil da kommen so die verschiedensten Realitäten zusammen. Es ist so wie ein Knotenpunkt. Er zeigt ihm die sämtlichen geistlichen Realitäten in einem einzigen Vers, wie man es sonst fast kaum findet im Neuen Testament. Und eine Realität ist auf einmal die von der Wüste, wo Jesus drin war, mit sich selber, mit Gott alleine, eine Ursituation, wo nur die Wüste kann das so in dieser Form erlauben. Es gibt keine Ablenkung, es gibt keine andere Beschäftigung. Es ist wirklich der Ort von der Stille, der Ort vom Gebet, der Ort von der Extrem, der Ort von der physischen Erschöpfung. Aber es ist auch der Ort von der Gottesbegegnung. Für jetzt noch besser zu verstehen, wie die Realitäten alle aufeinanderprallen, in diesem einzigen Vers kommt ja jetzt der Teufel daher, persönlich, und sagt Jesus, du könntest doch so, aus so einem schönen Weckli, könntest doch du Brot machen aus so den Steinen, die da oben liegen, die haben schon die Form. Du kannst ja alles, du kannst der ganzen Welt beweisen, dass du alle kannst ernähren, dass niemand mehr muss Hunger haben. Und andere, noch strübere Versuchungen hat er probiert. Und Jesus ist dort eins zu eins den Illusionen, den Abgründen vom Bösen gegenüber gestanden und ist aufs Äußerste versucht worden, im Moment, wo er selber schwach war. Etwas Drittes kommt dazu. Eine Art eine Urbegegnung, jetzt aber nicht mit dem Bösen, Auge in Auge mit dem Teufel, sondern Jesus und Tier, fast wie der Adam seinerzeit im Paradies, wo auch all die Tiere hat gesehen und mit ihnen Zeit hat verbracht. So jetzt auch Jesus. Ganz ähnlich wie später der Ambrosius, der am Löwe, der zu ihm kam, zu dem Einsiedler hat einen Dorn aus den Pfoten genommen. Oder nachher der Franz von Assisi, der den bösen Wolf hat bekehrt. Und schlussendlich im letzten Jahrhundert der Sadhu Sundar Singh, der in der Hölle gefastet hat und der Tiger ist reingekommen und hat im Namen von Jesus rausgeschickt und der Tiger ist ganz brav und zahm wieder rausgegangen. Jesus hat das erlebt, der Mensch gegenüber der Tierwelt und die Tiere sind dort nicht als Finden auftreten, sondern in einer ganz ursprünglichen, schöpfungsgemäßen Art. So manches ist jetzt in diesem Vers schon bereits eingepackt, wo wir in der Wohlstandsgesellschaft so nicht erleben. Dimensionen, wo wir höchstens am Rand ein bisschen etwas davon mitbekommen. Aber das wäre noch sehr unvollständig, wenn es nicht am Schluss noch hieß, und die Engel dienten ihm. Es war nicht so wie beim Elia, wo vom Engel hat Brot und Wasser bekommen. Jesus hat ja gefastet. Es war eine andere Form, wie die Engel ihm gedient haben. Aber ganz sicher haben sie ihn gestärkt, haben ihn ermutigt, sie mit ihm gewesen, haben auch den Himmel auf die Erde angebracht, mit in die Finsternis, mit in die Urtümlichkeit, mit in die geheimnisvolle Situation, kommt jetzt also noch der ganze Himmel drin. Und so vervollständigt sich das Bild von der Realität in diesem einen Vers. Alle Realität ist bei Jesus. Im gleichen Moment, in der gleichen Zeit, ist alles um ihn. Er steht am
Rand vom Grab, er steht am Rand der Hölle, er steht am Rand vom Himmel und er steht am Rand von der ursprünglichen Schöpfung. Und da drinnen zeigt sich, wie Gott eben seine Güte zu uns Menschen sendet. Wenn mal die eine oder andere gefürchtige Situation aufblitzt in unserem Leben und wir etwas von diesem Rand spüren und von den Realitäten, die ja dann auch noch rum sind, vergessen wir nicht, was der heutige neutestamentliche Vers uns sagt, die Realitäten, die sind nicht eine ohne die andere denkbar. Wo das Böse ist, das sind auch die Engel von Gott. Und Gott sendet wirklich auch dorthin seine Güte und Treue. Ich wünsche euch einen schönen Tag.